Der Weg zu Nexus 6 führt über THX 1138. Zentrale Strukturen sind die Basis der Geldelite. Es gilt, alles dieser Grundvoraussetzung unterzuordnen. Globalisierung ist nur das aktuelle Wort dafür. Positiv verkauft über Massenmedien, die nur den Schein der Mitsprache suggerieren. Wer lesen kann, kann das gar nicht bestreiten. Tun wir es doch, was quasi zum guten Ton gehört, um uns selber auf Kurs zu halten, haben wir nur Angst vor dem Grad der Wahrheit, dem Status quo. Das Netz der Kontrolle ist längst viel enger, als die meisten von uns es wahrhaben wollen. Gerade in Europa. Vergiss die Verfassung der BRD. Der Vertrag von Lissabon zählt und du hast weder von ihm gehört, noch ihn gelesen. Europa hat keine Telefonnummer, spottete einst Kissinger. Sein Wunsch ist lange umgesetzt. Wer in allen Staaten, auch der EU, private Ziele durchsetzen will, muss nur einen einzigen Staat korrumpieren. Von dort aus bildet der Krebs der Effizienz unter dem Tarnbegriff Demokratie seine Metastasen. Jüngstes Beispiel: Die EU will Arzneimitteltests an Menschen erleichtern. Grund? Volksgesundheit fördern? Pah. Die EU muss das tatsächliche Motiv ihrer Initiative gar nicht mehr verschleiern. Sie kann sich auf unsere Demenz verlassen. Wir sind doch alle in einem Zustand, den man vom Aufwachzimmer nach der OP kennt. Zu müde, zu vollgepumpt, um auch nur irgendetwas zu wollen. Wir wollen nur schlafen. Und selbst dieser Wunsch fühlt sich gut an. Sehr gut. Die EU will Arzneimittelversuche am Menschen erleichtern, um die Pharmaindustrie zu fördern. Hier setzen Pharmakonzerne extrem dreist ihre Wünsche um und unsere Volksvertreter helfen bereitwillig mit. Erkenne ein Grundmuster aller Systeme, die auf totale Kontrolle hinauslaufen. Es geht um das Abschaffen einer Alternative. Es soll überhaupt keine Alternative zu nichts mehr geben, allem voran keine alternative Meinung. Zentralisiere den Meinungsmarkt. Die enormen Chancen der digitalen Medien, zum Beispiel KenFM, stehen in keinem Verhältnis zu den möglichen Nachteilen. Statt x unabhängiger Zeitungen mit x freien Reportern gehen schon heute alle massenlenkenden Informationen über die Server einer Handvoll Konzerne. Es spielt längst keine Rolle mehr, wo diese Konzerne ihren Hauptsitz haben. Es sind global operierende Machtzentren, die den gesamten Planeten als ihr Opfer betrachten. Du, der Restmensch, bist nur im Weg und wirst schon in 50 Jahren gar nicht mehr erinnert werden können. Google wird dich nicht finden lassen. Paranoia? Paranoid ist, dass du nicht erkennst, wie die Schlinge sich langsam aber sicher zuzieht. Echte Demokratie fand nur in einem sehr kleinen Zeitfenster der Menschheit statt. Dieses Fenster fällt zu und du leugnest es. Hinter allen wesentlichen Entwicklungen auf diesem Planeten steckt das Militär. Der klassische Soldat ist heute schon das schwächste Glied in der Kette. Er wird ersetzt werden, zum Beispiel über das Nachfolgemodell, aktuell die Drohne. Die Menschheit muss reduziert werden, aber sie muss auch in Zukunft daran gehindert werden, sich im Anschluss erneut unkontrolliert zu vermehren. Um dieses Ziel umzusetzen, ist jedes Mittel recht und wird längst eingesetzt. Zum Beispiel unbemannte Waffensysteme, die nur einen Feind kennen, den Menschen an sich. Terminator-Saatgut, in Labors gezüchtet und weltweit im Einsatz. Es lässt sich nicht wieder aussehen. Wenn man dir kein neues verkauft, verhungerst du. Kontrolliere sämtliche Ressourcen, die schon heute wichtig sind, vor allem Wasser. Drei Konzerne teilen sich den gesamten Markt. Coca-Cola, Pepsi, Nestlé. Drei. Meinungskontrolle. Entweder das Medienhaus wurde bereits in den Konzern embedded, oder aber man hat ein Abkommen mit ihm geschlossen, worüber alles nicht berichtet werden darf. Die nationale Sicherheit als Grund für Maßnahmen, die die Bürger- und Menschenrechte verraten, eine Farce, da Nationen im klassischen Sinne ja überhaupt keine Rolle mehr spielen. Die einzige Nation, die zählt, da sie zahlt, ist die Nation der weltumspannenden Machteliten, die ihre Legitimation durch Selbstkrönung erfahren hat. Geld ist die Krone. Und wenn dieses Geld vollständig digitalisiert wird, wie überhaupt alles digitalisiert wird, bist du tot. Per Tastendruck. Man trennt dich vom Server und macht dann Jagd auf dich. Niemand wird dich vermissen, denn du wurdest schon im Vorfeld digital retuschiert und eliminiert. Der Weg zur totalen Teilung in Geldelite und Arbeitssklaven, die ab Werk unfruchtbar produziert werden, wenn man sie benötigt, Planwirtschaft 3.0, ist längst asphaltiert. Digitale Prothesen gibt es lange. Die Schnittstelle digital-neuronal ist überschritten.
Beinamputierte Soldaten können längst wieder ihren Dienst tun. Das Messen von Hirnströmen ist längst auf einem Niveau, das sich vom reinen Deuten eines Musters verabschiedet hat. Programme erkennen zunehmend, was Menschen denken. Wer diese Technologie sein eigen nennt, die Urheberrechte besitzt, kontrolliert alles und jeden. Er reagiert, bevor du agiert hast. Im Zusammenspiel mit Nanotechnologie, neurologischer Forschung, Informationskontrolle und Genforschung ist alles möglich. Das alles finanziert und integriert unter dem Dach des militärisch-wirtschaftlichen Komplexes und du kannst dir ausmalen, wohin die Reise geht. Filme wie Staatsfeind Nummer 1 waren noch vor 10 Jahren Science Fiction. Heute scannen Staatstrojaner deinen Privatrechner. Heute erstellt militärische Spy-Software aufgrund deiner Aktivitäten in sozialen Netzwerken ein Persönlichkeitsprofil von dir. Du wirst auf Bedarf eingestuft und beobachtet, manipuliert und infiltriert. Das Amt für Propaganda oder die Stasi waren nur Vorläufer. Ihre Errungenschaften wurden übernommen. Der individuelle Feind ist ein Märchen für Menschen, die im 20. Jahrhundert mit Erziehung bespielt wurden. Warum will der Mensch nicht erkennen, nicht wahrhaben, was sich vor seinen Augen abspielt? Füge die Teile zusammen und frage dich, warum sie alle passen. Kritiker werden entgegnen, dass das Gehirn Muster sucht, dass es versucht, Zusammenhänge herzustellen, die in Wahrheit gar nicht existieren. Diese Entwarnung ist ebenfalls ein Muster. Der Mensch ist in der Lage, selbst in Situationen größter Gefahr, diese auszublenden, stoisch seinen Weg zu gehen. Das ist Teil seines Überlebenstriebes und wurde in das Herrschaftswissen längst integriert. Ein Schwarm ist berechenbar. Er agiert nach bekannten Mustern. Soziologie der Massen. Ein alter Hut. Was tun? Erkenne die Zeichen der Zeit. Zentralisierung, Monopolisierung, Globalisierung sind die Feinde der menschlichen Freiheit. Diese, wie der Mensch an sich, sind der herrschenden Geldelite nichts wert. Alle 5 Sekunden verhungert ein Kind. Das ist Absicht und geschieht auf Anweisung, auch wenn ein von Sartre geprägter Jean Ziegler das nicht wahrhaben will. Vergiss den Standardvorwurf Verschwörungstheorie. Die Geldelite muss sich gar nicht verschwören oder absprechen. Sie teilt ab Werk dasselbe Ziel, wie Eltern überall auf der Welt bei der Erziehung dasselbe Ziel teilen. Kontrolle. Nur dass Eltern diese Kontrolle ab Punkt X abgeben wollen. Geldeliten nicht. Sie haben Kontrolle nur outgesourced, zum Beispiel an ihre Banker, Rechtsanwaltskanzleien, Thinktanks oder Stiftungen. Hier wird PR für alle Teilbereiche der Macht erstellt. Hier werden intelligente Menschen gekauft und ihr Wissen ausgebeutet. Der Feind der Geldelite von heute ist der Berater von morgen und wird von dir akzeptiert. Wenn Steinbrück zu Raab geht, schaltest du ein. Wenn Obama eine Rede vorliest, um nicht zu sagen vorzulesen hat, wird der Inhalt von dir diskutiert. Aber nie der Auftraggeber der Rede. Du fragst dich, warum Top-Banker Top-Boni bekommen. Du fragst dich nicht, wem die Bank gehört, dass sie sich diese Peanuts leisten kann. Du hast in etwa den Überblick wie ein 5-Jähriger, der glaubt, an der Macht zu sein, nur weil es ihm gelungen ist, sein Lieblings-T-Shirt für den Weg zur Kita durchzusetzen. In Wahrheit hat er gar nichts zu melden. Er bestimmt nicht, welchen Wagen Papi kauft, wohin die Familie in den Urlaub fährt oder welche Schule er zukünftig besuchen wird. Du bist dieser 5-Jährige. Und damit du, wenn du dich später zu Banden zusammenrottest, nie zu mächtig wirst, wirft man dir immer neue oder alte Trends vor die Füße, denen du dich bereitwillig anschließt. Katholizismus, Neonazis, Bayern München, Attac, Kawasaki, Greenpeace, Hamas, Coca-Cola, Israel, BMW, Rotes Kreuz, Al-Qaida. Sie alle haben unterm Strich nur ein Ziel. Sie dienen, indem man sie durch Konsum und PR fördert, dem totalen Splitting der Masse. Die Masse soll sich in unendlichen Einzelgruppen verlieren, um möglichst unfähig zu sein, was auch immer durchzusetzen. Die Piraten sind da das beste Beispiel. Digital auf dem neuesten Stand und nach kurzem Hype auf direktem Weg in die Bedeutungslosigkeit. Ob das gewollt ist? Gesteuert? Ob eine so rasant gewachsene Gruppe von Protestwählern gefährlich werden könnte, wenn sie an die Macht käme und bei so elementaren Sachgebieten wie Außen- und Verteidigungspolitik eine völlig andere Auffassung verträte als die über Jahre von langer Hand lancierte? Was lernen wir aus der Gladio-Strategie der NATO? Gar nichts. Wir kennen sie gar nicht. Es gibt sie in Fachbüchern, aber
Die liegen nun mal außerhalb unseres Fokuses. Wir sehen nur den Ausschnitt scharf, den uns embeddete Massenmedien direkt vor die Nase halten. Rechts, links, über uns, unter uns, hinter uns sehen wir nicht. Und dann ist der Geldelite und ihren angeschlossenen Informationsministerien auch noch gelungen, uns davon abzulenken, irgendetwas davon zu bewerten. Wir konsumieren Nachrichten, die uns betreffen, die uns schaden, als wären die, um die es dort geht, nicht wir selber, sondern irgendeine andere Spezies. Wir werden nicht stutzig, wir horchen nicht auf, wir rebellieren nicht. Es ist gelungen, das Opfer während und mit seinem Gang zur Schlachtbank mit diesem zu entertainen. Wo früher der Überlebenstrieb war, waltet heute die Sucht, es möge irgendwie nach dem Cliffhanger weitergehen. Hauptsache voran, Richtung egal. Erkenntnis unwichtig. Wie Urlaub im Flugzeug oder Urlaub am Flughafen. Wir sind Überflieger und überlassen sämtliche Grundwerte den Bodentruppen der Geldelite. Nexus 6 steht längst in der Warteschlange. Er führt über THX 1138 Menschen und Medikamente. Nexus 6 werden unsere Enkelkinder sein und wir sehen zu, wie man uns die Abschaffung des Humanismus, die Korrektur des Fehlers Evolution als Fortschritt verkauft. Der Menschenversuch läuft schon lange. Ihn jetzt auch noch offensichtlich mit Pharmazeutika zu beschleunigen, ist nur konsequent. Wir werden auch diese Pille zur Versklavung schlucken. Hauptsache, es fühlt sich gut an. Das wird es.